Weniger als zwei Monate vor den Europawahlen im Juni hat der konservative Spitzenkandidat in Frankreich, François-Xavier Bellamy, das Thema Immigration auf seine Agenda gesetzt. Dafür reiste er nach Menton an der französisch-italienischen Grenze, einem Hotspot der Einwanderung. Bellamy ist Europaabgeordneter der Sarkozy-Partei, die in Brüssel zur EVP-Fraktion gehört. In Menton wollte er seine Ablehnung des gerade beschlossenen Migrationspaktes deutlich machen. Nous sommes opposés à l'essentiel de ce pacte asile et migration parce que nous sommes ici à une frontière où l'on constate concrètement le désarmement de nos États face à la crise migratoire et nous pensons qu'il faut sortir de cette impuissance et malheureusement le pacte asile et migration ne permet pas d'apporter la solution nécessaire pour réussir à mieux protéger nos frontières. Im EU-Parlament haben die Christdemokraten, zu deren Fraktion Bellamy gehört, den Migrationspakt befürwortet. Dieser soll vor allem die Last unter den Mitgliedstaaten gerechter verteilen helfen. Bellamy findet, dass der Kompromiss kein ausreichend hartes Durchgreifen ermöglicht. Um Hilfe für die Flüchtlinge geht es der NGO Roya Citoyenne, die im bergigen Hinterland der Côte d'Azur Geflüchteten hilft. Jibi Bonnet ist gegen den Migrationspakt, weil er das Leben der Geflüchteten noch schwerer machen wird. Ça va simplement rendre leur passage, leur vie et leur parcours beaucoup plus dur, beaucoup plus dangereux. N'importe comment, on n'arrête pas un flux de personnes qui sont désespérées, qui ont quitté leur pays de cette façon-là, et d'une façon ou d'une autre, ils passeront ou ils mourront. Allein an der Grenze in Menton sind laut französischen Behörden im vergangenen Jahr 44.000 Festnahmen registriert worden, wobei einige Menschen mehrmals festgenommen wurden. Die Debatte über den Migrationspakt geht jetzt in eine neue Runde.